Sie ist einer der ältesten Raddampfer der Welt, die Gisela im Traunsee in Gmunden. Gleichzeitig das drittgrößte aktive Dampfschiff Österreichs. Für Interessierte gab es einen exklusiven Blick in den Maschinenraum der alten Dame. Das ist ein Ausflug in eine andere Welt, das ist ein Zeichen österreichischer Ingenieurskunst und das ist mir bei der Gisela ganz besonders erlebbar. Ja? Und man sieht die Technik, die ist sichtbar, die ist fast angreifbar und das macht die besondere Faszination und Einzigartigkeit dieses Schiffes aus. 1871 erbaut, läuft sie heute immer noch wie ein Uhrwerk. Die Leidenschaft dafür bringt Kapitän und Schifffahrtsunternehmer Karl-Heinz Eder mit. Da ist noch viel Technik, viel Handwerkskunst. Beide Maschinen, beide Zylinder der Maschine sind nur durch 0,5 PS unterschiedlich. Und das hat man vor 151 Jahren so gebaut, ohne Computer. Im Rahmen der langen Nacht der Industriekultur konnten Besucher eintauchen in die Technikwelt. 25 Unternehmen in der Region Traunsee-Almtal öffneten dazu ihre Tore. Die lange Nacht der Industriekultur ist eine Gelegenheit für Einheimische, für Gäste, einmal einen Blick hinter den Kulissen zu bekommen in Unternehmen, in Industrieunternehmen, wo ich sonst nicht reinkomme. Seit 80 Jahren produziert die Firma Linsinger Maschinenbau für die Industrie weltweit. Von Oberösterreich exportiert sie zum Beispiel wasserstoffbetriebene Bauzüge nach Nordamerika oder Indien. Wir fräsen nicht nur die Schienen, sondern wir fräsen auch Platten oder Metalle, aber auch Sägemaschinen. Das heißt, wir sägen mit einem Sägeblattdurchmesser bis zu 3 Metern verschiedene Metalle. Das ist in der Schiffsindustrie genauso interessant wie in der Windturmindustrie, aber auch im Railway-Bereich. Die MIBA AG in Lackirchen hat sich auf die Produktion von Motor- und Fahrzeugteilen spezialisiert. Ob das Teile sind für die Elektromobilität, ob das Teile ist für erneuerbare Energie, wie für Windturbinen oder für Speicherung von Energie, von Batterien, all das macht die MIBA und das zu zeigen, um CO2 zu reduzieren, das ist spannend. Älteste Technik oder modernste Produktion, das Interesse war da. Mehr als 4000 Besucher waren bei der langen Nacht der Industriekultur mit dabei.